Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Ich sitze hier auf der schönen Sonnenterrasse von der Zumbach Bäckerei Konfiserie im Zentrum von Zug. Wir Schweizer lieben es, an den Wochenenden oder in den Ferien ausgiebig zu frühstücken oder besser gesagt zu brunchen. Wenn wir mal können, so schlafen wir lange aus und dann ist es zu spät für das Frühstück, aber immer noch zu früh für das Mittagessen. Aus diesem Grund kombinieren wir das. Hier in der Zumbach Bäckerei Konfiserie in Zug können wir zu zweit einen sogenannten Bäcker-Frühstücksturm bestellen. Da ist alles drauf, was bei einem guten Brunch nicht fehlen darf. Wir können uns 6 verschiedene Brötchen aussuchen. Dazu Marmelade, Honig und Butter nehmen. Zudem bekommen wir einen Fleisch- und Käseteller und nicht zuletzt ein frisches Schweizer Birkenmüsli. Wir können uns zwischen einem Kaffeecreme, einer Schale, einem Tee oder einem Latte Macchiato entscheiden. Zur Erfrischung bekommen wir noch ein Glas frisch gepressten Orangensaft. Ich liebe es zu brunchen, gemütlich zu schlemmern, ohne zu hetzen. Das ist einfach herrlich. Hier in der Zumbach Bäckerei Konfiserie in Zug, Bar oder auch in Unterägeri haben sie so eine tolle Spezialität. Aber wie heißen die nochmal? Es hatte etwas mit den Zuckerbergen zu tun. Raten? Nein, die Rädchen waren es nicht. Die Rigi. Rigilein? Nein. Die Riegelein waren es auch nicht. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, der Gubbel. Die Zuger Gubbelhöpfli. Oje, es gibt zurzeit gerade 4 verschiedene. Die Auswahl wird schwierig. Welches soll ich denn nur nehmen? Das Grand Cru? Oder das Cappuccino? Oder das Valencia? Oder vielleicht doch das Gubbelhöpfli mit Zitrone? Aber wisst ihr was? Ich verrate euch etwas. Heute ist der Anti-Diät-Tag. Somit nehme ich alle. Schließlich ist die Fastenzeit schon längst vorüber. Und der Sommer ist ja auch noch nicht ganz da. Ein guter. Tschüss.